als wir rauskamen aus dem Restaurant, dann plötzlich kam ich auf die Idee, ich kann es jetzt auch einschalten, um zu sehen, was ich sehe. Ja. Sozusagen. Da war es dann schon dunkel draußen, oder? Ja, war ganz dunkel. Mhm. Ich glaube, war kurz nach 9 Uhr oder so, oder halb 10. Okay, das war noch draußen. Genau, das ist jetzt draußen, genau. Und dann habe ich eingeschaltet und ein bisschen geguckt und dann plötzlich sah ich viele Laternen und Schaufenster und viele leuchtende sozusagen Objekte. Mhm. Und habe genauer geguckt und dann habe ich gedacht, okay, ich sehe jetzt eine Straße und die Lichter werden von meinem Gefühl ferner und kleiner und sozusagen, ich konnte auch irgendwie die Tiefe wahrnehmen sozusagen oder denken, dass es jetzt weitergeht und konnte alle Schaufenster sehen. Das war natürlich toll und habe etwa 5 bis 10 Minuten so geguckt und war sehr begeistert, dass ich wirklich jetzt alles, was heller ist, sehe praktisch. Die Laternen und was war noch? Ein Fenster, glaube ich, und viele Schaufenster, die konnte ich auch einfach von der Form ganz klar unterscheiden von der Straßenbeleuchtung, von den Laternen sozusagen. Und dann kam ein Auto, ich konnte einfach die Scheinwerfer auch sehen und die Bewegung des Autos auch verfolgen. Und ist vorbeigefahren und konnte auch von hinten die Lichter sehen, sozusagen. Das war auch toll und dann sind wir gelaufen und immer wieder auf die Lichter geguckt und dann irgendwann standen wir an einer Schnellstraße und ich konnte immer wieder die Autos von fern erkennen, die angefahren kamen und weggingen. Und ich habe auch einmal sogar ein Fahrzeug von hinten kommen, von ferne kommen gesehen und dann habe ich gesagt, es hält jetzt an. An der Kreuzung war es, glaube ich. Und dann ist weitergefahren und dann habe ich festgestellt, dass ein Bus ist, sozusagen. Mhm. Und ja, solche Erlebnisse, das war für mich ganz schön und interessant, auf jeden Fall. Dass ich zum ersten Mal draußen zumindest die Lichter alles sehen konnte. Und haben Sie dabei die Wahrnehmung der Bewegung gehabt? Also konnten Sie sehen, dass die Autos sozusagen in Bewegung sind? Ja, auf jeden Fall. Ganz eindeutig habe ich wahrgenommen, dass sie sich nähern und dann entfernen. Und von ferne war das Licht der Scheinwerfer ein bisschen diffus und je näher konnte ich die beiden Scheinwerfer vorne besser voneinander unterscheiden. Und ja, das war ganz eindeutig klar. Beschreiben Sie denn, wie sieht so ein Auto aus mit dem Chip? Nee, ich habe kein Auto gesehen, sondern das Licht. Das Licht, genau, also die Scheinwerfer. Genau, die Scheinwerfer, genau. Und einmal konnte ich auch in einem vorbeifahrenden Bus auch drinnen die Helligkeit wahrnehmen. Die Fenster. Die Fenster, genau. Aber gestern Abend konnte ich auf jeden Fall die Lichter alle sehen und voneinander unterscheiden und hatte ein Gefühl für die Tiefe dieser Straße und für die Richtung dieser Straße, einfach eine Orientierung, dass es in dieser Richtung geht. Genau, und ein weiteres Phänomen, das ich auch jetzt ich will es nur hervorheben, war, dass das Wahrnehmen gar nicht nachließ. Ich konnte eine halbe Stunde oder Stunde so weiter gucken. Das Auge wurde müde, aber das Wahrnehmen war trotzdem da.